Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genos Solo. Heute werden wir den Grundstein legen für die nächste Regelserie und zwar zum Spiel Final Girl. Vor einigen Wochen hatte ich auf meinem Kanal eine Umfrage gestartet, welchen Playthrough ihr ebenfalls als nächstes sehen wollt von Spielen, die bei mir noch nicht erschienen sind. Und da war die Wahl relativ eindeutig auf Final Girl gefallen heute mit der veröffentlichung dieses videos schalte schon die nächste umfrage werde also wieder vier spiele euch zur Auswahl geben, die ihr dann wählen könnt, die dann in Zukunft oder in naher Zukunft dann bei mir vorgestellt werden. Dabei werde ich den zweitplatzierten aus der letzten Umfrage mit hineinnehmen. Aber auch drei neue Spiele und deswegen habt ihr dann die Wahl, was ihr dann demnächst bei mir sehen wollt. Heute werden wir mit Final Girl starten, allerdings noch nicht mit der Regelserie. Denn bei Final Girl gibt es diverse Filmboxen. Die werdet ihr auch immer benötigen und diese drei sind nur eine kleine Auswahl von denen, was wenn du Rider Games bereits veröffentlicht hat. Im letzten Jahr lief die Kickstarter-Kampagne zur dritten Staffel von Final Girl, und da gibt es immer ganz viele Filmboxen. Diese drei sind aus der ersten Staffel. Der Grundstein für Final Girl ist dieses Basisset. Da sind die Hauptkomponenten drinne, die wir weitestgehend bei jeder Filmbox benötigen. Da sind also diverse Boards, Würfel und sonstige Token. Bei den Filmboxen hingegen, hier sind die Hauptdarsteller drin. Das heißt, wir werden einmal Final Girls finden. Ich glaube, in jeder Box sind zwei Stück drin. Schauen wir uns gleich an. Des Weiteren wird es einen Killer geben, gegen den wir antreten werden. Und es wird eine Location geben. Ihr könnt zum Beispiel Freddy grüger nehmen. Und dieser ist dann in der Villa des Poltergeist und wird dort sein Unwesen treiben. Und gegebenenfalls könnt ihr einen Final Girl hier aus dieser Box nehmen. Alles ist miteinander kombinierbar. Und aus diesem Grund möchte ich euch nämlich die Entscheidung überlassen, welche Location, welchen Killer und welches Final Girl soll ich dann in meinem Playthrough verwenden. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal mit den Sachen vertraut machen, was hier in den Boxen drin ist. Deswegen werden wir diese gleich öffnen. Des Weiteren schon zu wissen, Final Girl ist ein reines Solitärspiel. Also wir sind quasi das Final Girl. Während alle anderen durch den Killer gegebenenfalls besiegt oder getötet worden sind oder die Flucht ergriffen haben, sind wir am Ende die letzte Bastion, die noch da ist, um diesem Killer Einhalt zu gebieten. Und das wird unsere Aufgabe sein. Wir müssen äh, den äh, Killer zur Strecke bringen, bevor er uns tötet. Und dies wird bei Weitem keine leichte Aufgabe sein. Ein bisschen Glück gehört bei diesem Spiel auch dabei, denn wir werden ganz viele Würfelproben machen. Schauen wir uns gleich an, wenn wir die Boxen öffnen. Ich habe noch zwei weitere Boxen, und zwar hier ein Miniaturenset und hier auch nochmal kleine Miniaturen für Objekte, die hier in der ersten Staffel vorkommen. Übrigens, das sind nicht alle Filmboxen der ersten Staffel. Es sind nur drei Stück allerdings. Ich wollte mir jetzt nicht gleich alles holen, wollte erstmal ins Spiel hineinkommen. Und wenn mir gefällt, was ich dann hier sehe und spiele, dann bin ich auf alle Fälle geneigt, auch noch mehr Filmboxen zu holen. Allerdings, man muss sich bewusst sein, dieses Spiel ist leider nur in Englisch verfügbar. Ich habe hier ein klein wenig auf eine deutsche Lokalisierung gehofft, jedenfalls über Frosted Games, weil sie damals den Unterhändler gemacht haben. Allerdings, das Ganze ist dann doch irgendwie nicht zustande gekommen und es blieb jetzt bei der englischen Version. Aber man muss sagen, die sprachabhängigen Komponenten, die sind hier in diesem Spiel relativ begrenzt. Ein paar Ereignisse. Karten, ein paar Terrorkarten, die einen Text haben. Vieles wird mit Symbolen gemacht. Deswegen, also der Sprachanteil ist sehr begrenzt. Dennoch, es gibt neben diesen ganzen filmbox auch noch zusätzliche Szenarien und äh, sonstige Sachen, die man gegebenenfalls hier noch einfließen lassen kann. Das natürlich dann auch mit entsprechender Sprache dann versehen, wie diese Szenarien gestrickt sind. Aber wie gesagt, wir werden uns heute mal auf den Kern dieses Spiels konzentrieren. Bedeutet, wir werden uns jetzt diese Box mal ganz Anschauen, was so drin ist, welche Final Girls sind dabei, welche Killer sind dabei und welche Locations. Und dann am Ende werde ich euch entscheiden lassen, was dann zusammengestellt wird. Also welches Final Girl, welcher Killer und welche Location verwendet werden soll. Schreibt es mir bitte in die Kommentare und ich würde sagen, so nach zwei Wochen schaue ich mal durch, was so gewünscht worden ist und dann werde ich das Ganze dann zusammenstellen und auch schon mit den Dreharbeiten beginnen, sodass ich denke, dass wir dann im Mai mit der Regel sehr starten können. Aber okay, gehen wir durch die Boxen durch. Ich fange aber dennoch mal mit diesem Basisset an, also quasi das, was ihr sowieso benötigt, um Final Girl spielen zu können, was für Komponenten drin sind, wie diese in zum Einsatz kommen. Und dann gehen wir natürlich auch durch die Filmboxen. Dann legen wir los mit dem Basisset. Ich will erstmal die Folie entfernen. Schauen wir uns gar schon mal die Rückseite an, was ja alles drin enthalten ist. Seht es jetzt hier schon. Okay, also die Rückseite der Horror erwartet uns. Hier wird nochmal drauf hingewiesen und das ist ganz wichtig. Dieses Basisset alleine reicht nicht zum Spielen. Ihr braucht eine dieser Filmboxen Minimum, um dieses Spiel spielen zu können. Auch nochmal die Angabe: Wir haben nur für einen Spieler das Ganze 20 bis 60 Minuten. Ja, 20 Minuten wahrscheinlich, wenn man relativ schnell gestorben ist. Und ab 14 Jahre. Ich würde hier das Alter vielleicht sogar noch eine Stufe höher schalten, weil hier sind auch Filmprotagonisten dabei, die mit Filmen daherkommen, die erst ab 18 Jahre zugelassen sind. Einfach sagen, vielleicht 16 Jahre ist das Spiel ganz gut geeignet. Aber ansonsten okay, dann schauen wir mal. Jetzt schon gerade was gelöst gehabt. Ja, es ist nur eine Decke. Haben wir noch was Okay, dann öffnen wir das Ganze mal und mal sehen, wie ich hier am besten reinkomme. Das ist eine das eine Schiebeschachtel? Ist das ein Magnetverschluss? Ich habe wieder mal keine Ahnung. Ich will auch nichts kaputt machen. Ich habe jetzt mal kurz herausgeschnitten, wie ich mit der Box gekämpft habe, denn der Verschluss ist relativ einfach. Wir haben hier einen Magnetverschluss und jetzt können wir das Ganze auch sehr leicht öffnen. Ja, wenn man es weiß, dann ist das auch relativ einfach. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Musik, was wir darunter legen können. Ja, bestimmt relativ dramatisch. Und wir haben das Regelwerk zu diesem Spiel. Hier sind quasi die Basisregeln, die wir benötigen, um Final Girl spielen zu können. Also was zum Beispiel hier für Filmboxen gibt von der ersten Staffel. Wie gesagt, es gibt schon drei Staffeln, welche Komponenten sind dabei, wie funktioniert das mit diesem Horrorboard, was wir hier drin finden werden. Und hier haben wir schon die erste Location und wir haben unseren ersten Killer. Der ist jetzt hier nicht mit dabei. Der ist einer speziellen Filmbox, die ich mir nicht geholt habe. Ich habe mir mal drei andere geholt. Aber zu diesem gibt es schon ganz viele YouTube-Beiträge. Also wer da was sucht, kann sich auf alle Fälle das Ganze anschauen. Und natürlich, wie funktioniert das mit den Karten? Wir werden Würfel im Einsatz haben. Wir werden Karten verwenden. Diverse Token. Das Final Girl. Also, hier wird alles beschrieben, wie so eine Runde abläuft. Das sieht nach relativ viel aus, obwohl das Spiel wirklich sehr, sehr schnell zu spielen ist und auch die Regeln sehr einfach sind. Okay, was haben wir noch? Ich lege das mal zur Seite. Das sind nämlich Punchboards. Die werden wir dann teilweise benötigen, um an den Location-Orten irgendwelche Gebiete aufzuzeigen, wenn der Platz nicht ausreichend sein würde. Wir werden so kleine Gebietsfelder haben, da werden teilweise irgendwelche Opfer sein und diese versucht der Killer zu erreichen. Und wenn da ganz viel auf einem Felsen passen, die manchmal nicht auf das Location-Board drauf und dann kann man quasi so eins nehmen und die Figuren hier draufstellen und dann das Ganze mit dem gleichen Symbol dann anzeigen lassen, indem man quasi nur das Token dann aufs Spielbrett legt. Dann gibt es hier noch Lebenspunkte bzw. es ist nur ein Marker, der dann auf unser Board kommt, und zwar eins für den Killer und eins für uns. Das ist nämlich der letzte Lebenspunkt. Ist nur noch ein Lebenspunkt da, bekommen wir einen Würfelbonus. Des Weiteren ist es noch nicht hundertprozentig, wenn wir das letzte Leben verlieren, ob wir tatsächlich besiegt worden sind. Wir haben quasi noch die Möglichkeit, vielleicht das Ganze zu überleben, wenn wir Glück haben und ein passendes Token dann umdrehen. Für den Killer gilt es aber übrigens auch. Für uns selber werden wir das Ganze auf diesem Board darstellen. Da werden dann hier unsere Lebenspunkte-Token draufgelegt und ein Lebenspunkt von diesen Token, also das letzte, hier dann hier drauf. Und wie gesagt, wenn alle Lebenspunkte weg sind und das letzte Leben auch, dann drehen wir es um und dann vielleicht haben wir Glück und kriegen nochmal ein paar letzte Lebenspunkte, so als letzter Adrenalinschub, um den Boss vielleicht den finalen Schlag zu verpassen. Wir haben hier einen Horror-Track, der sagt uns dann aus, je nachdem, wie. Bevor der Regen das Ganze ist und wir vielleicht weniger oder mehr Würfel verwenden können, dann einen Zeittrack. Wir werden also Karten spielen können, die kosten Zeit. Und dem Sinne geht dieser Track immer weiter nach unten. Wir können so viele Karten spielen, wie wir nur Zeit zur Verfügung haben. Allerdings sollten wir auch nicht alles verpulvern, denn diese Zeiteinheiten dienen uns auch dazu, dass wir neue Karten erwerben können, die wir dann für die nächste Runde verwenden können. Es ist jetzt kein Deckbauspiel, weil die Karten gehen dann in Ablage, die gehen dann wieder zurück. Also die werden tatsächlich nur einmal verwendet. Aber hier und da Planung für die nächste Runde schon mal sehr wichtig zu wissen, ob man eventuell Zeit übrig lässt, um sich die eine oder andere Karte dann zu kaufen. Gut, dann gehen wir mal weiter hinein. Ja, dann haben wir haben einen Trip. Öffnen wir das Ganze mal. Und hier haben wir die Karten, mit denen wir dann agieren können. Ja, öffnen wir das mal zu Beginn des Spieles haben wir die Karten mit Null Zeiteinheiten, also quasi, das sind unsere Startkarten, mit denen wir agieren können, da können wir laufen, wir können uns ein bisschen ausruhen, um Lebenspunkte zu regenerieren, Fokus, vielleicht bekommen wir etwas Zeit, auch das ist sehr gut, oder einen schwachen Angriff. Und ihr seht hier diese Dreiteilung, das hat etwas damit zu tun, wenn wir eine Karte spielen, müssen wir auch einen Würfelwurf machen, und je nachdem, wie stark wir, ja, furchterregend das Ganze finden, dürfen wir ein bis drei Würfel werfen. Aber einen Würfel dürfen wir immer werfen. Das ist ganz wichtig. Und dann können wir halt gegebenenfalls Erfolge oder keine Erfolge haben. Wir müssen dann mit den entsprechenden Sachen dann zurechtkommen. Aber halt diese Karten, die sind halt nur die Basiskarten. Diese Karten, die dann hier dazukommen, das wird eine Art Auslage sein. Und dann können wir uns diese Karten in der Planungsphase dann für die nächste Runde kaufen. Und ganz wichtig bei dem Spiel auch zu wissen ist, wenn wir die Karten dann gespielt haben, gehen die auf eine Ablage und diese Ablage steht uns für die nächste Runde nicht zur Verfügung. Aber danach, in der übernächsten Runde, könnten wir die Karten wieder zurück in unser Deck holen, gerade was diese Karten angeht, die sind ja kostenfrei, die könnten wir quasi alle zwei Runden, nachdem wir sie gespielt haben, wieder bekommen. Somit eine schöne Kombination aus ein wenig Kartenmanagement und Würfelglück. Und apropos Würfe, schauen wir uns diese mal an. Das sechs Stück hier im Spiel. Ich weiß gar nicht, warum man so viel braucht. Aber man kann nur drei nehmen. vielleicht gibt es hier und da Bonuseffekte, wo man halt noch Würfe verwendet. Hier haben wir haben einmal die Wertigkeiten drauf von 1 bis 6. Für eine 5 oder 6 haben wir automatisch einen Erfolg. Bei einer 3 oder 4 ist es erstmal ein Fehlschlag. Allerdings können wir, wenn wir wollen, zwei Handkarten ablegen und dann können wir den Würfel auf eine Erfolgsseite drehen. Wenn uns das was bringt oder es gibt auch zwei Blankseiten, ja, dann ist das auf alle Fälle ein Fehlschlag. Deswegen es ist es schon aufgrund dieser Würfelproben ein glückslastiges Spiel. Das muss einem bewusst sein. So, was haben wir noch? Wir haben hier ein paar kleine Mini-Token. Das sind so Aufladungen, wenn wir zum Beispiel Gegenstände haben, die nur eine bestimmte Anzahl oft verwendet werden können. Zum Beispiel Munition für eine Pistole oder sowas. Dann haben wir hier einen Tracker für den Killer. Jedes Mal, wenn er irgendeinen tötet, steigt quasi seine Kraft und das Ganze wird noch forscherregender für uns. Er wird schneller, er kämpft stärker. Und das will man eigentlich nicht, dass das nach vorne geht. Allerdings werden wir es teilweise auch gar nicht verhindern können. Dann haben wir einen ganzen Beutel voll mit kleinen Herzdrucken. Das sind quasi die Lebenspunkte, die dann auf unser Board platziert werden, beziehungsweise ja, beziehungsweise auch beim Killer gibt es dann ein Board in den Filmboxen und dann werden quasi die Lebenspunkte hier getrackt. Aber wir haben hier noch andere Figuren drauf. Mal gucken, was wir das haben. Ich schütze mal ganz kurz aus. Wir haben eine violette Figur, die sagt mir jetzt glaube ich gar nichts, schaue ich mir gleich mal nach. Wir haben hier diesen Zeitmarker, den wir hier einsetzen können und wir haben den Killer einmal in Rot Beziehungsweise einmal hier für diesen Horror-Track. Dann habe ich schon mal ganz kurz nachgeschaut. Violett, das sind wir, das Final Girl. Ich werde es aber in meinem Playthrough nicht verwenden, ne? weil ich habe mir die Miniaturen geholt. Hier haben wir Final Girls, die wir verwenden können. Wir haben die entsprechenden Killer auch als Miniaturen jetzt hier von der gesamten ersten Staffel. Ich habe jetzt nur drei Filmbox, deswegen werde ich nicht alle Miniaturen verwenden können. Aber hier zum Beispiel ja, ja, diesen Dr. Fright oder Freddy Grüger den wir da verwenden können. Vielleicht sehen wir ihn ja, wenn ihr diesen wollt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar Miepel. Das sind halt diese Opfer, die überall dann in der Location herumlaufen. Wenn es geht, wollen wir diese retten, denn dann stärken wir uns als Final Girl. Aber es gibt nicht nur die Opfer, es gibt noch drei andere Miepel. Die kommen aber über teilweise Ereigniskarten oder sonstige Karten ins Spiel, gegebenenfalls vielleicht auch beim Filmaufbau. Das sind immer Sachen, die werden wir dann situativ bedienen müssen. Also zum Beispiel könnte Ihr Freund auftauchen und der will Sie natürlich herum. Beschützen, aber oft fällt er dann selber zum Opfer. Aber das sind halt Sachen, mit denen müssen wir dann im Spiel umgehen. Kann vorkommen, muss nicht sein. Aber das sind ja nur die Basiskomponenten. Also, das ist das Spielmaterial, was ihr immer benötigen werdet, wenn ihr Final Girl mit irgendeiner Filmbox spielt. Und apropos Filmbox, ich habe ja drei Stück. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, was da noch drin ist. Schauen wir uns die erste Filmbox an mit dem Namen Dr. Fright. Also wenn ich richtig informiert bin, ist das hier Freddy Grüger, bekannt aus dem Film Nightmare. Die ganzen Filmboxen basieren alle irgendwo auf irgendwelchen Hollywood-Blockbustern-Filmen. Manche sind älter, manche sind neuer. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man da etwas draus machen kann. Ja, hier sehen wir Marple Lane. Das wird also der Protagonist sein oder der Killer, gegen den wir antreten wollen sollen. Hier sehen wir schon, hier sind zwei Final Girls drin. Und jetzt können wir das Ganze öffnen mit diesem Magnetverschluss. Jetzt weiß ich es ja und jetzt öffnet sich hier schon etwas. Und zwar es löst sich der Deckel. Das ist aber direkt so gewollt. Wir haben nämlich hier das Board für unseren Killer. Aber was haben wir noch? Wir haben hier eine kleine... Liste an Komponenten, was hier besonderes ist. Bei Dr. Fright ist es so, er hat eine besondere Mechanik. Ihn kann man nämlich nur angreifen, wenn wir im Schlaf sind. Er ist der Traumdoktor und nur dort können wir ihn angreifen, aber auch nur dort können wir angegriffen werden. Es sei denn, er hat irgendwelche anderen Sachen, wo er uns auch quasi erwischen kann, wenn wir wach sind. Hier gibt es auch ein kleines Minispiel dazwischen, in seiner so Art Boilerraum. Was wir dann machen müssen, ist sehr gefährlich das Ganze, eine sehr interessante Mechanik, also mit diesem habe ich mich schon mal im Groben auseinandergesetzt, gefiel mir außerordentlich gut, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, aber das haben wir noch. Mal sehen, dass ich das raushole. Wir haben hier eine Box. Okay. Alles sehr gut in Trace, vor allen Dingen ganz viel Platz ist immer für die ganzen Komponenten, die man vielleicht schon gar nicht so hier drinnen gleich im ersten Moment sieht, was alles hier dabei ist von nancy's eyes only do not open until you have survived the game with nancy okay Aha, oh, kriegen eine belohnung aber erst wenn wir es geschafft haben mit nancy zu überleben so wer ist nancy ich habe das ganz noch mal denn wir können nämlich noch einen deckel abnehmen und zwar an diese seite das ist sehr cool gemacht dann nehme ich hier jetzt die location marble lane hier wird das ganze stattfinden doch ihr seid nicht festgezockt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch Dr. Fry gegebenenfalls in einer anderen Location anwenden ne? oder irgendeinen anderen Killer hier in Marple Lane. Da gibt es ganz viele Sachen. So, jetzt schauen wir uns noch mal das an. Wir haben ja nämlich noch eine Box. Das ist sehr cool gemacht. Und zwar auch wieder nur, wenn wir mit einem bestimmten Final Girl spielen. Ich gehe mir davon aus, diese Trace ist so konzipiert. Dass man hier immer die Final Girls hineinpacken kann. Okay. Seht es mir nach, dass ich jetzt nicht alles so kenne. <laughs> ich habe es ja frisch erst aufgemacht. Aber sehr, sehr cool, dass das quasi so dann befüllt wird. Sehr nett gemacht. Da schauen wir uns mal kurz an, was es hier. So gibt irgendwelche Token. Ein Polizeiauto. Statt das Polizeiauto kann man dann auch ersetzen, wenn man möchte, wenn man sich es geholt hat. Hier dieses kleine Miniaturen-Upgrade. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Das ist ein kleines Polizeiauto dabei. Wir haben einen Helikopter, ein Boot. Äh, ob die jetzt alle hier in dieser Filmbox eine Rolle spielen, mein Polizeiauto sieht man sie jetzt. Bei den anderen Sachen wahrscheinlich dann aus den anderen Filmboxen der ersten Staffel könnten die eine Rolle spielen. Ja, Boot wahrscheinlich eher nicht, denn hier haben wir kein Wasser. Aber ansonsten gibt es hier noch andere Token und sonstige Sachen, was wir für eine Bewandtnis haben. Ich habe keine Ahnung, sollte ich mir dann erstmal die Regeln für das hier dann durchlesen, wenn ihr dies wählen wollt. Aber schauen wir uns mal noch die Karten an. Wir haben hier spezielle Aktionskarten, die also nur hier eine Rolle spielen. Erkennt auch hier an dem Symbol, wo das sind. Ja, das sind Terrorkarten und das sind Aktionskarten. Aber hier erkennt man es auch an dem Symbol. Also nur wenn ihr mit dieser Location bzw. diesem Boss spielt, habt ihr diese Karten. Ja, ich glaube, das hat was mit der Location zu tun, denn wir müssen erstmal die Leute überzeugen, uns hineinzulassen ins Gebäude. Und dafür brauchen wir diese speziellen Aktionskarten, sonst kommen wir nicht rein. Und ja, der Killer kann dort herum marodieren, weil der muss nicht um Einlass Bitten. Dann haben wir ja Terrorkarten. Die kommen vom Boss zu tragen. Solange der Boss noch nicht aktiv ist oder noch nicht in seinem finalen Stadium ist, wird er mit Terrorkarten agieren. Da wissen wir aber nicht, was gegebenenfalls passiert. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Deck. Auch nochmal Terrorkarten, die eine Rolle spielen Und eine ganze Menge. So auch die Wiederspielbarkeit auf alle Fälle da, weil er spielt natürlich nicht mit allen Terrorkarten, nur eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, es sind zehn Stück, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Und da, wie gesagt, wird der Boss sich dann auch immer wieder anders verhalten. Dann haben wir hier die zwei Final Girls, die eine Rolle spielen können. Nancy und Sheila. Jedes Final Girl hat eine besondere Fähigkeit. Allerdings bekommt sie diese Fähigkeit erst dann, wenn sie genug Opfer gerettet hat. Wir werden hier also diese Rückseite haben. Und wir müssen eine bestimmte Anzahl von diesen kleinen gelben Opfern retten. Und wenn wir alles voll haben, dann kriegen wir auch für jedes einzelne Miepel so einen Bonus, was schon mal cool ist. Und zum Schluss kriegen wir halt die Fähigkeit freigeschaltet, deswegen ist auch jedes Final Girl ein klein wenig einzigartig. Aber auch einzigartig ist der Killer. Wir haben nämlich hier eine Karte, die uns sagt, wir sind momentan wach. Bedeutet, wir können ganz normal rumlaufen, mit einem interagieren, können die Leute retten, allerdings können wir Dr. Fright nicht angreifen. Wenn wir allerdings irgendwann im Schlaf sind, sind wir im sogenannten Boilerrahmen. Das ist ein, quasi ein Minispiel. Und dann wird es so sein, dass wir die Karten dann mischen, decken das Ganze ab und dann müssen wir entscheiden, wie wir diese Karte von hier oben wegziehen. Also ob in diese Richtung oder in diese Richtung. Und sollte Dr. Fright irgendwo zum Vorschein kommen, richtet der Schaden an uns an. Hätten wir es so geschafft, zum Beispiel in dem Fall, dann. Wären wir erstmal gut davon gekommen. Wir müssen uns quasi durch das ganze Deck arbeiten. Erst dann können wir wieder erwachen. Allerdings, wenn wir halt wissen, dass zum Beispiel jetzt hier Dr. Fright nicht hier oben ist, dann wird er quasi dann gegebenenfalls bei den anderen Karten, die ja noch zum Vorschein sind, irgendwo hier und hier noch auf alle Fälle dabei sein. Es gibt vier Karten für jede Ecke, immer einmal der Boss. Und das ist eine ganz besondere Mechanik hier nur für Dr. Fright. Sowas haben nicht alle Bossgegner, deswegen jetzt mal hier nur ganz explizit für Dr. Fright erwähnt. Aber was jeder Boss hat, und zwar so ein zweigeteiltes Kartendeck, genauso wie das Porträt zu Beginn des Spiels wählt man eine Karte beziehungsweise Zufällig wird das Ganze bestimmt. Das sind also dann Fähigkeiten, die der Boss dann während des Kampfes dann erhält. Die eine Fähigkeit wird getriggert, wenn dieser Marker, als wenn ja irgendwelche Gegner bzw. Opfer tötet, dann hier an dieser Stelle kommt, dann kriegt er seine dunkle Kraft, wird die Karte enthüllt und die wirkt sich dann quasi immer für den Rest des Spieles aus. Zum Beispiel jetzt hier. Okay. <laughs> das war eine ganz miese Karte. Er könnte uns nämlich sogar angreifen, wenn wir wach sind. Also das ist eine Karte, die wollen wir dann nicht haben. Beziehungsweise wenn das Terrordeck irgendwann leer ist, dann bekommt er noch diese finale Sache. Dann wird er sich nämlich dann mit dieser Verhaltensweise jede Runde an uns Laben, quasi uns angreifen, wie auch immer, was er mit seinen Krallen da macht. Und diese Fähigkeiten werden dann auch noch freigeschaltet. Und das ist halt immer bei jedem Spiel anders, je nachdem, welche Karte ihr gegebenenfalls für ihn ausgewählt habt. Aber das natürlich zufällig. Aber das nur ganz grob jetzt mal zu den Komponenten hier aus dieser Box. Wo ich überrascht bin, sind diese beiden Umschläge. Keine Ahnung, was da drin ist. Werden wahrscheinlich noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten sein. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Ereignisdeck. Nein, beziehungsweise auch eine Anweisung, wie das Ganze aufgebaut wird. Gibt es auch zufällig fünf verschiedene Sachen. Also es wird nicht immer alles gleich aufgebaut. Es gibt ein Setup, da wird dann halt beschrieben, wo was hin platziert wird, wo starten wir, wo der Gegner, wo sind die Opfer. Auch das, ein bisschen Variabilität. Es wird Gegenstände geben, die wir finden können und sollten. Meistens irgendwelche Waffen oder sonstige Sachen, die uns dabei helfen, gegebenenfalls den... Killer dann auch zur Strecke zu bringen. Und wir haben in Ereigniskarten alles hier für diesen Albtraum, kann man schon fast sagen. Und das ist auch speziell dann nur hier für diesen Ort. Wenn wir uns das ein klein wenig sortieren, da haben wir das, dann haben wir hier die Final Girls, dann haben wir die Token, die werden wir hierfür brauchen. Terror geht hier rüber, das geht hier rüber und diese beiden Umschläge gehen zu den Final Girls, und das sind die Komponenten, die ihr jetzt quasi kombinieren könnt. Wie ihr wollt. Wir haben einmal den Killer mit den Komponenten, wir haben die Location mit den Komponenten und wir haben die Final Girls mit jetzt hier ihren beiden Umschlägen und ihr könnt quasi alle Filmboxen miteinander kombinieren. Es kann hier und da Situationen geben, wo vielleicht irgendetwas mal nicht hundertprozentig passt und da könnt ihr dann so entscheiden, wie ihr es am liebsten hättet. Da könnt ihr das so machen, dass es jedenfalls es immer zu euren Ungunsten ist, also besonders schwer macht. Oder ihr versucht, das realistischste dann daraus zu ziehen. Da müsst ihr dann versuchen, einen Mittelweg zu finden. Aber man hofft, dass diese Situationen relativ selten entstehen werden, auch wenn man halt diese Sachen miteinander kombiniert. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen detaillierter mit so einer Box vertraut gemacht. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ganz schnell durch die anderen beiden Boxen, welche Locations einfach nur sind, welche Bosse eine Rolle spielt. Und dann werde ich euch fragen, was wir miteinander kombinieren sollen. Nächste Filmbox, der. Poltergeist. Okay, jetzt sehen wir auch noch mal so ein bisschen, was hier beschrieben wird. Auch hier noch mal: wer sich diese Filmbox nur kauft, nützt allein nichts. Ihr braucht das Basisspiel. Diese zwei Sachen sind auf alle Fälle erforderlich, aber ihr braucht halt nur einmal das Basisspiel. Und hier haben wir Greech Manor, also die Location mit diesem Final Girl. Dann öffnen wir das Ganze mal. Wir haben hier Greech Manor mit ein paar Erläuterungen. Wir haben auch wieder Umschläge für Final Girl. wieder Token, Ereigniskarten. Übrigens bei den Terrorkarten, was ich gerade bei Dr. Fright hatte, sind nicht alle Terrorkarten auf den Boss bezogen. Denn ihr seht immer anhand dieses Symbols. Ist das jetzt zum Boss oder ist es zur Location? Das ist jetzt auf alle Fälle zur Location. Das heißt, die müsst ihr dann auch so zusammenstellen, dass das quasi passt. Also jetzt hier für Greed Manor. Und dann drehen wir das Ganze mal um und holen uns mal auf den Portergeist. Das wird ja dann der Killer sein. Sehr, sehr cool. Okay. Hat keine Lebenspunkte. Wird also eine komplett andere Mechanik hier an eine Rolle spielen und der ich auch keine Ahnung habe, wie sie funktioniert. Aber das ist ja das Spannende dabei. Und wir haben noch einen Umschlag. Die Final Goods. Auch das man solche Trace hat. Ich weiß zwar nicht, warum man halt hier so viele Aussparungen hat. Warum man da irgendwas rein tun kann. Vielleicht die Miniaturen, dass man die gleich hier zusammen hat. Wäre eine coole Lösung. Okay. Es gibt auf alle Fälle zwei spezielle Portergeist gegenstände Gucken wir mal hier noch ganz schnell rein. Okay, da haben wir auch wieder Setup-Karten, um halt verschiedene Startsachen zu bekommen. Gegenstellen da eine ganze Menge. Hm, gucken wir mal ganz kurz durch. Revolver, Messer. Artwork ist auch cool. Gefällt mir sehr gut. Ja. Kruzifix werden wir brauchen gegen einen Geist. Ob wir da mit der Schrotflinte weiterkommen, hm, wer weiß. Aber manchmal findet man die Gegenstände, manchmal auch nicht. Und Ereignisse gibt es dann auch hier in diesem Herrenhaus. Dann schauen wir uns mal noch schnell die Final Girls an. Wir haben Alice mit einer Fähigkeit. Oh, unsichtbare Barriere. Das ist wieder eine besondere Sache hier nur für dieses Szenario. Cool. oder nein <laughs> okay nein das hat wieder was mit den kräften des poltergeist zu tun aber ihr seht was da eine rolle spielen kann und da haben wir hier selena und die ganzen terrorkarten die der poltergeist von haus aus mit springen hier seht ihr noch mal den unterschied das ist also Location bezogen die Terrorkarten und diese Terrorkarten sind hier für den Poltergeist. Cool, cool. Eine Filmbox habe ich noch. Schauen wir da auch nochmal schnell rein. Dann zeige ich euch nochmal alles in einer Übersicht und dann könnt ihr eure Entscheidung treffen, was ich als nächstes bei Final Girl spielen soll. Last but not least der Puppenmeister oder der Puppenspieler. Das sagt mir tatsächlich filmmäßig nicht viel. Ich könnte mir zwar vorstellen, was hier passiert. Irgendeiner der grausame... Puppen befehligt, aber tatsächlich den Film kenne ich nicht. Man muss ja nicht alles kennen. Oh, das ganze Karneval auf Blatt. Ja, okay, auf einen Rummelplatz. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh ja, wir haben hier eine Art Zirkusbereich mit den Erläuterungen hier zu dieser Location. Ich lasse die Sache mal kurz raus. Dann ein paar Tucken, Karten und wieder einen Umschlag, nur für Charis. Schon auf der anderen Seite drin sein. Wir holen uns den Puppenspieler. Sehr cool. Okay. Auch wieder diverse Regeln. Und auch haben wir hier wieder die feine Gürtel drin. Mit noch eine Umschlag. Da bin ich wirklich neugierig. Ich habe keine Ahnung, was ich nächsten Umschlägen verwirkt. Bitte nicht in die Kommentare hineinschreiben. Ich will das selber herausfinden, was das ist. Deswegen. Ja. Okay, wir haben noch ein paar Token. Die sollten dann wahrscheinlich dann hier eine Rolle spielen. Ja, ist beim Boss mit drin gewesen. Glaube ich zumindest. Okay. Den haben wir Asami und Charlie. Okay, dann sind das die Karten wahrscheinlich für den Puppenspieler. Oh, ja wir was Besonderes für die Puppen selber. Cool. Und hier wieder seine besonderen Boss-Fähigkeiten, die dann zum Tragen kommen. Wenn wir ihn ein bestimmtes Stadium hineingebracht haben und Taro hat natürlich dann nur explizit auf ihn abgestimmt mit seinen Puppen und 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 übrigens ich glaube bei den Miniaturen ich guck gerade mal da waren auch so steckt mal das werden die Puppen sein die dann eine Rolle spielen können drei Stück an der Zahl sehr sehr cool okay liebe Freunde bei den letzten beiden Gegnern, wie gesagt, kenne ich mich mit der Mechanik noch nichts aus, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber das muss ja nichts heißen, werde ich auf alle Fälle machen, wenn ihr diese Killer sehen wollt. Ich würde sagen, ich breite jetzt nochmal alles auf, auf einen Blick, da könnt ihr euch nochmal einen kleinen Überblick erhaschen, was es so gibt. Auch bei den Final Girls, die würde ich auf die Seite drehen mit der Endfähigkeit, wenn wir also quasi die Opfer gerettet haben. Und dann lasst es mich einfach wissen, welche Kombination ich wählen soll. So, liebe Freunde, jetzt seht ihr nochmal alles auf einen Blick von meinen drei Filmboxen, die ich jetzt hier zur Verfügung habe. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Solltet ihr da von besonderen Filmboxen wissen, wo es vielleicht einen besonderen Killer gibt, eine besondere Mechanik, einen besonderen Ort, der euch besonders viel Spaß gemacht hat, lasst es mich mal bitte in den Kommentaren wissen, welche Box das ist. Würde ich mir anschauen, jedenfalls hole ich mir sie dann auch und dann sehen wir diese vielleicht dann auch mal noch in Zukunft denn Final Girl ist jetzt kein Spiel, was sehr lang dauert, deswegen ich denke mal schon, dass wir da in Fleisch Zwei, maximum drei Folgen durch sind mit so einer Partie und mit den ganzen Regelerläuterungen. Dann in Zukunft natürlich dann viel, viel schneller. Dann könnte so eine Partie bereits in einem Video auch abgeschlossen sein. Aber jetzt zu Beginn wird das Ganze noch ein klein wenig länger dauern, weil ich euch ja beim Spielen auch die Regeln erläutern möchte. Allerdings in einem Film, der von euch zusammengestellt wird. Ihr habt jetzt die Wahl. Wir haben diese drei Killer, wir haben diese drei Locations und wir haben diese sechs Final Girls. Welcher Killer, welche Location, welches Final Girl? Schreibt mir es bitte in die Kommentare hinein. Ich würde dann das wie gesagt in so zwei Wochen durchschauen. Und was dann am meisten dann gewählt worden ist von den einzelnen Sachen, das würde ich dann kombinieren zu einem kompletten Spiel. Ihr müsst jetzt nichts miteinander mischen. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass Nancy hier in Marble Lane gegen Dr. Fright antreten soll, dann ist es auf alle Fälle so. Das wäre, denke ich mal, auch erstmal das authentische Spiel, so wie es erstmal konzipiert ist. Aber wie gesagt, das Mixen ist grundsätzlich möglich und ist auch das Besondere hier in diesem Spiel, dass es halt immer wieder spielbar ist, weil es halt so viele Möglichkeiten Biete. ich bin auf alle fälle auf eure kommentare gespannt und ich hoffe ihr hattet ein klein wenig spaß hier an dieser vorstellung wenn ja hinterlasst mir doch bitte einen daumen nach oben empfehlt mich weiter abonniert den kanal das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles gute habt spaß am spiel bis zum nächsten mal euer geno